Wir multiplizieren jetzt mal eine beliebige Zahl, sagen wir 2537 mit einer anderen Zahl. Wir stellen hier mal eine 1 ein und hier mal eine 9, multiplizieren also mit 9001. Und die Besonderheit ist jetzt, um einmal zu multiplizieren, zählt die Maschine einmal. Um 9 mal zu multiplizieren, zählt sie aber nicht 9 mal, sondern einmal in die Gegenrichtung und addiert dann an der nächsthöheren Stelle das Zehnfache ebenfalls einmal. Also mal 9 wird zerlegt in minus einmal plus 10 mal. Und deswegen geht das jetzt sehr schnell. Also nur 3 Umdrehungen statt 10.